Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ganz kurz Step by Step zeigen, wie man aus einem alten Bilderrahmen wunderschön etwas kreieren kann. Dazu gibt es diese Konturenfarben, die habe ich einmal in Silber und einmal auch in Schwarz. Es gibt wie gesagt verschiedene, man kann sie bei eBay wunderbar ersteigern und das sind sehr tolle, wunderschöne Farben. Und diese Konturenfarben nimmt man, um wie gesagt eine Kontur zu gestalten, was ich euch gleich zeigen werde. Da ich sehr gerne Henna-Tattoos male, habe ich mich heute entschieden, dementsprechend einfach auch mit der Konturenfarbe ein Motiv zu zeichnen. Wie ihr seht, das ist die Kontur, die nachher antrocknet und in diese Konturen kommen dann eben halt die unterschiedlichsten Farben. So, dass man erstmal einen Überblick bekommt. Das erste Motiv habe ich fertig. Und jetzt werden wir die Glasscheibe einfach gestalten. Also wie gesagt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Nehmt euch, ihr könnt auch vorher euch ausprobieren. Ihr könnt auch ein Motiv malen, was ihr unter diese Scheibe klemmt. Und dann einfach abzeichnet, wenn ihr unsicher seid. Also es gibt verschiedene Methoden, es gibt auch sehr gute Videos auf YouTube. Schaut einfach mal nach. So, man sieht immer mehr dieses Motiv und wie gesagt, ich fülle das jetzt aus, sodass ich das Ganze nachher dann mit den Farben jeweils ausfüllen kann. So, ich habe jetzt das Motiv komplett fertig. Jetzt muss es trocknen. Was ihr machen könnt, weil ich weiß, Geduld ist ein großes Thema. Ihr könnt auch einen Föhn nehmen und könnt das Ganze trocknen. Es geht schneller. Das wäre noch eine Möglichkeit. Oder ihr lernt etwas Geduld zu üben und wartet circa eine Stunde. Auf den Farben steht sogar bis zu 4 Stunden. Schaut und dann könnt ihr anfangen, das Motiv, so wie ihr möchtet, mit euren Farben zu zeichnen. Wie gesagt, ich bin immer sehr bunt, so ist meine Seele und ja, die Farben sind einfach wunderschön und ja, ich mache es, wie gesagt, intuitiv. Umso mehr ihr übt, umso mehr Erfahrungen sammelt ihr auch und bekommt auch ein besseres Gefühl dafür. So, die ersten Handstriche sind gemacht. Ich zeige euch gleich, wie das Ganze funktioniert. Ich mache es manchmal oft so, ich nehme eine Farbe und verteile die intuitiv. Sonst zieht sich das ewig hinaus. Aber wie gesagt, jeder findet seine eigene Technik und seinen eigenen Weg heraus. Diese Farben sind ganz einfach, weil du drückst einfach nur und lässt die Farbe herausfließen. Es gibt auch Farben, die man gut mit dem Pinsel auftragen kann. Probiert euch aus, was für euch besser geht. Wie gesagt, die Kontur ist ja dazu da, dass nichts drüber laufen kann, ha? So wie ihr seht. Wie gesagt, ihr braucht ein ruhiges Händchen und dann funktioniert das ganz von alleine. So, es sind langsam gestaltet. So wie ihr seht, ich komme langsam vorwärts. Also wie gesagt, so, das Bild nimmt immer mehr Gestalt an. Wirklich wunderschön. Das Werk ist vollbracht. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe jetzt mit der Konturenfarbe in Schwarz, habe ich jetzt zum Beispiel überall noch Punkte
raufgemalt. Das könnte man zum Beispiel auch sehr gut hier der kleine Feinschliff am Ende. So, ich hoffe, euch gefällt dieses Bild. Und es ist besonders schön, wenn man dieses ans Fenster hängt. Viel Spaß und Freude.